Die Justizreform, das ist schon seit fast 9 Monaten ein Reizwort in Israel. Es steht für ein Dauerthema und für eine Dauerkrise. Über den Sommer hat sich die Debatte zuletzt etwas abgekühlt, schon allein deswegen, weil Israels Parlament pausiert und die nächste Sitzungsperiode erst am 15. Oktober beginnt. Und deswegen hat man vielleicht außerhalb Israels zuletzt weniger darüber gehört. Aber wie steht es eigentlich um die ganze Sache? Was ist daraus geworden? Was ist schon konkret beschlossen? Und was kommt vielleicht als nächstes? Begonnen hatte alles im Januar. Da hatte der damals neue Justizminister Yariv Levin ein dickes Paket auf den Tisch geknallt. Es umfasste viele geplante Gesetzesänderungen. Sie sollten den Einfluss des obersten Gerichtshofs, des OGH, auf die Politik schwächen, indem gewisse Kontrollen über das Parlament und die Regierung abgeschafft würden. Der ursprüngliche Plan war, diese ganze Reform noch in der Wintersitzungsperiode, also bis Ende März, durchzupeitschen. Aber es gab sofort gewaltigen Gegendruck durch andauernde Massendemonstrationen, durch Warnungen vor schwerem Schaden für die Wirtschaft, für die Landesverteidigung, für die Beziehungen zu den USA. Ende März war Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident, dadurch gezwungen, zunächst einmal alles zu stoppen. Zu diesem Zeitpunkt war noch kein einziges der geplanten Reformgesetze vom Parlament beschlossen worden und es begannen Verhandlungen mit der Opposition über einen Kompromiss, also über eine einvernehmliche, abgemilderte Justizreform. Aber diese Verhandlungen platzten Mitte Juni und die rechtsreligiöse Regierung versuchte nun wieder einseitig weiterzumachen, aber nun mit einem viel bescheideneren Ziel. Man konzentrierte sich nur noch auf ein einziges Element dieses großen geplanten Reformpakets, nämlich auf die Einschränkung der sogenannten Angemessenheitsbegründung oder Vernünftigkeitsbegründung. Das ist eine unscharfe Übersetzung eines hebräischen Ausdrucks, Ilat HaSvirut. Worum ging es da? Israels OGH kann Entscheidungen von Politikern und von Behörden aufheben. Seit Jahren wendet er dabei ein von ihm selbst entwickeltes Kriterium der Vernünftigkeit an. Er hat also Entscheidungen nicht nur dann aufgehoben, wenn sie Vorschriften oder Gesetze verletzt haben, sondern auch mit der Begründung, dass sie extrem unvernünftig seien. Diese Möglichkeit wurde dem OGH nun durch das Parlament genommen. Ein Zusatz zu einem Grundgesetz bestimmt nun ausdrücklich, dass der OGH Entscheidungen der Regierung und von Ministern nicht mehr als unvernünftig aufheben kann. Der OGH kann aber übrigens weiterhin Entscheidungen zum Beispiel von Kommunalpolitikern, Bürgermeistern und Behörden als unvernünftig aufheben und er kann auch weiterhin Entscheidungen der Regierung und von Ministern aufheben, aber nur noch mit einer anderen Begründung, nicht mehr als unvernünftig. Endgültig beschlossen wurde diese eine Gesetzesänderung am 24. Juli und das war nun wieder begleitet von neuerlichen sehr heftigen Demonstrationen und Warnungen vor einer Diktatur und vor dem Untergang des Staates. Wie soll man das nun einordnen? Das ist nun wirklich sehr kompliziert. Ein paar Gedanken dazu. Also erstens ganz klar, das neue Gesetz schwächt den OGH und ist daher von vornherein äußerst problematisch. Andererseits muss man auch sehen, der OGH in Israel wird von einer sehr starken Ausgangsposition her geschwächt. Er war immer und bleibt sehr mächtig und sehr aktiv. Das drückt sich auch so aus. Israel ist, soweit ich sehen kann, das einzige Land, in dem es so etwas wie eine Vernünftigkeitsbegründung für OGH-Beschlüsse überhaupt gibt. In Israel wird also als Gefahr für die Demokratie die Abschaffung einer Einrichtung gesehen, die von vornherein in anderen Demokratien überhaupt nicht existiert. Wie auch immer, Faktum ist, mit dem Parlamentsbeschluss über die Vernünftigkeitsbegründung ist bisher nur ein sehr kleiner Teil der ursprünglich geplanten Justizreform verwirklicht worden, sagen wir grob 10%. Das heißt also, rund 90% der ursprünglich geplanten Reform sind bisher liegen geblieben. Die große Frage ist also, was kommt jetzt noch nach? Und wie es aussieht, ist die Antwort nicht mehr viel. Die Regierungskoalition würde sicher gerne mit der ganzen großen Reform weitermachen, aber sie hat einsehen müssen, dass der Gegendruck zu stark ist. Einige Minister und Abgeordnete von Netanyahus eigener Likud-Partei haben signalisiert, dass sie nicht mehr mitspielen wollen. Und das bedeutet, für diese Justizreform gibt es anscheinend gar keine Parlamentsmehrheit mehr.
Dafür gibt es jetzt eine neue Komplikation. Gegen den kleinen Teil der Justizreform, der schon beschlossen wurde, ist beim OGH Einspruch erhoben worden. Das heißt, sogar dieser kleine, schon beschlossene Teil der Justizreform könnte wieder gekippt werden. Das heißt aber auch, der OGH muss über seine eigenen Befugnisse entscheiden. So etwas hat es noch nie gegeben. Es ist Stoff für neuen Streit und es ist natürlich irgendwie absurd. Noch absurder als diese ganze Krise ohnehin schon.